Hi zusammen, hier ist der Kelvin und in diesem Film will ich dir erklären, warum ich Nutzer blockiere und Anmerkungen manchmal lösche. Und das empfehle ich dir auch, aber bevor wir tiefer einsteigen, will ich dir eine Story erzählen. Eine Story, die ich aus einem Buch habe. Ich glaube, es war aus dem Buch Show Your Work. Ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Und da geht es um folgende Situation. Stell dir vor, abends klingelt es bei dir zu Hause. Okay? Du gehst an die Tür, machst die Tür auf und da steht eine Person, die hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. So, die Person guckt dich kurz an, läuft dann an dir vorbei in deine Wohnung rein, direkt ins Wohnzimmer. Im Wohnzimmer angekommen, steht die Person, schaut sich kurz um, zieht ihre Hosen runter und scheißt dir auf den Teppich. So, und jetzt frage ich dich, was würdest du mit der Person machen? Was würdest du mit dem Scheißhaufen machen? Diese Story hat mir damals die Augen geöffnet, weil du kannst dir diese Situation als Metapher vorstellen, wenn jemand zum Beispiel einfach unter dein Bild irgendeine Scheiße kommentiert. Die Person fragt also nicht an der Tür, sag mal, darf ich reinkommen oder bist du an Feedback interessiert? Bist du an Kritik interessiert? Bist du daran interessiert, dass ich dir einfach mal auf den Teppich scheiße? Nein, die Personen machen es einfach. Du warst gar nicht, du wolltest es gar nicht haben. Die kommen einfach rein und scheißen dir auf den Teppich. Wir reden hier nicht von fundierter Kritik, die helfend formuliert wird, sondern da scheißt dir irgendwie einfach jemand hin. Und jetzt die Frage, würdest du zur Person sagen, oh, schön, dass du hier reingeschissen hast, ich habe da hinten noch eine Küche, ich habe da hinten noch ein anderes Bild, einen anderen Facebook-Post, wie auch immer, willst du nicht mal vielleicht vorbeischauen, vielleicht hast du da auch noch Bock hinzuscheißen, würdest du nicht machen, du würdest der Person Hausverbot geben, du würdest sagen, hey, sag mal, wer bist denn du überhaupt, sag mal, wie verhältst du dich hier überhaupt, ich möchte dich nie wieder auf meiner Plattform sehen. Und dann würdest du die Person blockieren, Hausverbot geben und so weiter. Was würdest du mit dem Scheißhaufen machen? Würdest du sagen, oh, der sieht aber schön aus. Demnächst kommen ein paar Freunde und ich hoffe, die sehen diesen Scheißhaufen. Vielleicht fühlen sie sich auch inspiriert, selber mal einen dazulassen. Würdest du nicht machen. Du würdest die Scheiße wegmachen, also Kommentare löschen. Ja? Und wie gesagt, die Story habe ich nicht erfunden, ich habe die irgendwann mal gehört, aber die hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet und deswegen blockiere ich auch manche Nutzer oder lösche manche Anmerkungen. Wie mache ich das, wenn mich jemand beleidigt zum Beispiel? Manchmal steige ich auch ein, schieße dann ein bisschen zurück und manchmal habe ich auch einen Spaß, ein bisschen rumzudiskutieren. Aber gerade am Anfang, wenn dich das noch emotional ergreift, ja, dann würde ich das nicht empfehlen. Also mir wurde schon so oft ins Wohnzimmer geschissen. Ja, manchmal denke ich, ach, guck mal, da ist schon wieder einer, komm mal rein, zeig mal, wie du das machst. Und dann gehe ich da ein bisschen spielerisch drauf ein. Aber wie gesagt, ich empfehle das nicht, weil die meisten ärgern sich dann. Dann verliert man die Lust am Bilder zeigen, man verliert die Lust an Social Media. Und dann leiden deine eigenen Leute drunter. Weil stell dir vor, du musst immer wieder die Scheiße wegmachen, weil du die Leute nicht blockierst. Mit der Zeit kennst du auch die Pappenheimer. Du weißt, der steht vor der Tür und jetzt scheißt er mir schon wieder dahin. Weißt du, was passiert? Du verlierst die Lust, ein Freund klingelt an der Tür und du bist genervt. Ja, weil du gerade vorher wieder die Scheiße entsorgt hast. Und dann leiden auch deine wahren Fans, deine wahren Freunde, die leiden dann unter dieser Scheiße. Also denk einfach drüber nach. Ich weiß, jetzt kommt der ein oder andere und sagt, ja, aber Meinungsfreiheit, wenn man rausgeht, dann muss man doch auch einstecken können und so weiter. Leute, es heißt Social Media. Soziales Verhalten, dazu gehört, dass man sich mit Respekt behandelt. Es sind echte Menschen. Und wer sich asozial verhält, der verdient es meiner Meinung nach, zumindest blockiert zu werden. Der kann ja trotzdem noch schauen, der bekommt ja trotzdem noch alles mit. Aber es ist eure Plattform, euer Zuhause. Und haltet die sauber, denn sonst verliert ihr die Lust an dem Ganzen und dann leiden andere darunter. Die sich wirklich für euch interessieren. Noch eine Sache, und das mache ich jetzt auch so, wenn jemand bei mir anonym austeilt, dann blockiere ich direkt. Ich unterhalte mich, ich gehe nicht mehr in Diskussionen mit anonymen Menschen. Das heißt, wenn bei mir jemand an der Tür klingelt und der hat irgendwie so einen Schrank als Profilbild oder ein Landschaftsbild, ja,
und ich denke, wer ist der Typ überhaupt, dann habe ich keinen Bock, mit dem in den Dialog zu gehen, diskutieren und so weiter. Ich rede doch nicht mit einem Schrank oder mit einem Auto oder mit einem Landschaftsbild oder mit was weiß ich. Ja, das ist meine persönliche Einstellung. Poste mir gerne mal dein Feedback. Ich bin sehr gespannt.